Aufstellung entschieden. Sozi Flügelzange jetzt einmal vom Beginn. Der junge Schaub und Grozurek. Im Europacup haben ja da Alar und Burgstaller wirklich sehr überzeugt. Und die sitzen jetzt nur auf der Bank. Ja, ist das jetzt einfach seine Methode, um alle auch in Spiellaune zu halten? Oder aber ist es vielleicht auch, um die beiden ein bisschen... Ganz prominenter Name, nämlich Ilko Naumoski. Der sitzt nur auf der Bank. Für ihn heute mit dabei Röcher als zweiter Stürmer neben Burger. Und was mit Ilko Naumoski los ist, warum er auf der Bank sitzt, das erklärt der Trainer Franz Lederer. Gespielt, das ist eine starke Defensive. In der gesamten letzten Saison haben die Burgenländer nur 4 Kopftore bekommen, heuer noch kein einziges. Rapid wiederum vorne noch kein Kopftor erzielt. Das heißt, man wird versuchen müssen, hier im eigenen Haus spielerisch zum Erfolg zu kommen gegen die Burgenländer, bei denen auch viele, viele Junge in der Mannschaft stehen, die natürlich den Ehrgeiz haben, diese Runde in der Bundesliga, in der Tabelle vor Rapid in Richtung der nächsten Runde zu verlassen. Schiedsrichter der Begegnung ist der Manuel Schüttengruber, der 29-jährige Sohn von Manfred Schüttengruber, dessen Karriere als Schiedsrichter auch noch nicht allzu lange her ist. Es ist heute sein 25. Bundesligaspiel, also kleines rundes Jubiläum für den 29-Jährigen, also noch ein junger Schiedsrichter, aber gehört zu den aufstrebenden, mittlerweile schon mehr als Talenten im österreichischen Schiedsrichter. Interessante Ausgangsposition, wenn man die letzte Saison hernimmt. Ich glaube, es macht nur Sinn, in die jüngere Vergangenheit zu schauen, wenn man sich Statistiken anschaut. Da hat es zweimal ein Unentschieden hier im Hanapi-Stadion gegeben. 1:1 und 1:1. Zweimal Punkteteilung. Die Auswärtsspiele, die hat Rapid in der letzten Saison gegen Mattersburg gewonnen. Kapitän heute Mrabac anstelle von Naumoski, der ein bisschen krank gewesen ist, heute mal auf der Bank beginnt. Sleder hat es gesagt, glaubt nicht, dass er die Kraft für ein ganzes Match hat. Kann mir aber vorstellen, dass er dann möglicherweise in der zweiten Hälfte kommt. Ilko Naumoski, hier sind wir. Bei Mattersburg fehlen Malic wegen seiner Knieverletzung. Steiner, Domaro und Dolleschall auch noch nicht mit im Team. Bei Rapid Drazan nach seinem Außenbandriss im linken Knie. Schimpelsberger ebenfalls mit einer Knieverletzung nicht fit. Und Häkkinen, der nach der anstrengenden, aufregenden, aber erfolgreichen letzten Europacup-Partie noch mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, ist heute nicht im Kader. Vom System her Mattersburg mit einem 4-4-2-System. Bürger an vorderster Front, leicht dahinter Röcher. Auch eine interessante Kombination. Röcher ja ein quirliger, technisch sehr starker Spieler. Bei Rapid Boyd als einzige Spitze dahinter. Das übliche System von Peter Schöttl mit Grozurek, Hoffmann, Schaub, dieser offensiven Dreierformation und Indiz Kulowitz heute als defensiver Mittelfeldspieler. Oh, Fehler war das. Erste Möglichkeit gleich für Patrick Bürger nach diesem Patzer von Gerson, der heute in der Rapid-Verteidigung beginnt. Ja, lässt sich da wieder zur Seite schubsen. Hat aber auch viel zu lange gewartet, um im Bedrängnis den Ball wieder weiterzuspielen. Gerson Sonnleitner, die Innenverteidiger, Katzer, Trimmel, außen. Erster Eckball für Mattersburg. Ja, und das ist gleich einmal mehr als gefährlich, was sich da tut in den ersten Sekunden. Und er hat alle Hände voll zu tun. Lukas Königshof. Röcher mit dem Kopfball und auch noch abgefälscht.
von Beuth, der hinten aushilft. Wieder nicht ungefährlich, dieser lang hereingezogene Corner, diesmal wieder auf Rodler. Der war mit dem Fuß nicht mehr ganz gut. Starker Beginn der Mattersburger, gefährliche Szenen im Rapid-Strafraum. Torraum eigentlich von Königshofer, der diesen Corner nicht gut eingeschätzt hat. Also die Mattersburg in den ersten Sekunden dem Führungstreffer schon sehr, sehr nahe. Und da erinnern Sie sich sicher an die Worte von Roman Melich. Wenn Mattersburg hier in Führung geht, dann ist das die Chance der Burgfahrt. In dieser Saison einen sehr erfrischenden Pfeif-mir-nix-Stil an den Tag gelegt haben und den auch hier im Hanapi-Stadion mal fortsetzen. So, weiter geht's nach dem Eckball. Hofmann. Ja, Versuch aus der Drehung zu schießen von Louis Schaub. Der Jüngste am Platz mit 17. Einmal hat er schon von Beginn an gespielt, nämlich gegen Sturm Graz. Zu Hause in Wolfsberg ist eingewechselt worden und heute wieder von Beginn an. Also das ist schon auch ein großer Vertrauensbeweis von Peter Schöttl und diesem jungen Mann, der durchaus seine Qualität hat. Aber jetzt wieder die Mattersburger über die rechte Seite, über Farkas, der immer wieder aufrückt und die nächste Möglichkeit für Seidel diesmal, der da nicht lange wartet, direkt abzieht. Manuel Seidel. Jetzt ist der Ball wieder unter Kontrolle. Schlechter Pass. Wäre gedacht gewesen wieder für Seidel. Aber gar nicht gut in der Ausführung. Interessant, wie viele der jungen Spieler von Mattersburg doch schon relativ viel Bundesliga-Erfahrung haben. Seidel zum Beispiel mit 23 Jahren 127 Bundesligaspiele. Oder Farkas mit seinen 19 Jahren schon 86 Bundesligaspiele. Also die sind mit sehr jungen Jahren schon, was die Spiele betrifft, wirklich erfahren. Und vielleicht zeigt sich ja bei den Burgenländern gerade heuer in dieser Saison, dass sich das auch positiv auswirken kann, mit jungen Österreichern auf Kontinuität zu setzen. So, Elfmeter-Reklamationen, aber kein Pfiff. Spiel läuft weiter. Ilditz verliert den Ball. Seidel. Gutes Tackling von Gerson. Draußen aus der Gefahrenzone, Beuth bringt ihn nicht ganz unter Kontrolle. Wir werden uns das gleich noch einmal anschauen, die Szene vorher im Strafraum, bei dem die Elfmeter-Alarmglocken zumindest mal geklingelt haben. Aber entscheidend ist nicht das Klingeln, sondern das Pfeifen des Schiedsrichters und das ist ausgeblieben. Wieder Seidel. Schlecht gestoppt, Grotzurek spritzt dazwischen. So, jetzt sehen wir es noch einmal. Zweikampf und naja. Hat die Schuhspitze den Ball berührt oder nur die Schienbeine von Trimmel? Das ist die große Frage. Oder ist Trimmel schon vorher gefallen? Aus dieser Einstellung
möchte ich mich dann noch nicht festlegen. Aber wir werden die Gelegenheit haben, uns das noch einmal genauer anzuschauen. Spätestens in der Analyse. Jedenfalls eine enge und schwierige Entscheidung, bei der sich Schiedsrichter Schüttengruber mal für die Variante weiterspielen entscheidet. Zu lange gewartet. Hat Röcher hier auf den Ball, aber da hat er ihn wieder. Röcher spielt deutlich weiter hinten als Bürger. Beutz. Hoffmann, so richtig Kontrolle über das Spiel hat noch keiner dabei. Schaub bleibt lästig. Fakas, Fehler jetzt, die Chance für Grozurek. Aber da sind ihm zwei Mattersburger doch zumindest einer zu viel. Schnelle Umschalten aus der Defensive nach vorne, das funktioniert noch nicht ganz so gut bei den Bullen. Haken wieder von Schaub. Guter Techniker. Aber jetzt kommen sie nicht raus. Gelingt den Mattersburgern im Augenblick nicht, das Spiel zu beruhigen, den Ball mal länger in der Mannschaft zu halten, eine Offensivaktion zu starten. Da sehen wir es jetzt noch einmal von vorhin. Also ich würde sagen, den Ball hat er nicht berührt. Strittig in jedem Fall, aber das Bein ist in jedem Fall auch Richtung Ball gegangen von Rada. Also der Versuch des Tacklings war klar erkennbar. Schwierig zu entscheiden für den Schiedsrichter. Schön gemacht von Ildis, Pass ins Loch und gut mitgespielt von Thomas Boret. Weisenstädter. Gut gewartet, kein Abseits. Naja, das darf man nicht mit der Hand da versuchen, dem Tormann den Ball aus der Hand zu schlagen. Das ist nicht sportlich. Ball war über der Linie. Wieder. Eher noch ein bisschen holpertatschig die Kombinationsversuche der Mattersburger im Mittelfeld. Ildis. Und jetzt gibt es einen Wurf für Mattersburg. Patrick Farkas. Der rechte Verteidiger kommt aus Oberwart, auch das ja traditionell bei Mattersburg. Nach wie vor viele Burgenländer in der Mannschaft. Kulowitz auf Hoffmann. Fakas. Oh. Dieser Kunstpass zaubert nun nicht einmal ein Lächeln in das Gesicht von Peter Schott.
Ildi ist ein Spieler, den man schon viel Gutes gesehen hat, auch schwankende Leistungen, auch er ja noch ein junger Spieler bei Rapid unter Peter Schöttl am Ende der vergangenen Saison aufgerückt von den Amateuren zu den Profis. Was er braucht, ist einfach viel Erfahrung, viel Praxis. Und jetzt passt er 1:0, Terence Boyd. Nach genau 12 Minuten. Das hat ganz einfach ausgeschaut für die Hütteldorfer. Ein Pass hinaus, da ist ein Spieler ganz frei, Mutterseelen allein. Boyd startet in die Mitte, dort wo er hingehört. Setzt sich durch und es steht 1:0. Ja, Trimmel war es, der aufgerückte rechte Außenverteidiger bei Rapid. Drittes Tor für Terence Boyd. In seinem ersten Rapid, ja. Da ist es also das besondere erste Tor in diesem Spiel. Schauen wir mal. Bis jetzt hat Rapid heuer alle Spiele, in denen die Hütteldorfer das erste Tor erzielt haben, auch gewonnen. Kulowitz, Ildis. Bürger. Gut attackiert von Gerson. Oh, Fehlpass. Wieder. Schaffen es die Mattersburger nicht, den Ball zu kontrollieren, etwas draus zu machen. Briedl in dem Fall, der ihn verloren hat. Grotzurek. Ah, schön gemacht. Ein technisches Gusterstückel. Versucht es dann selbst. Zieht den Ball aber am Tor vorbei. Der 20-Jährige, auch ein hervorragender Techniker. Ja, wo man mehlig weiß, beim Sportclub, da lernt man viel mit dem Ball. Grotzurek ja auch ursprünglich Sportclub-Spieler. Da sind wir die starke Ersatzbank heute. Bei Rapid. Lange Bank, Alternativen, Rotationsprinzip, wie auch immer man es nennen will. Wichtig in harten Zeiten mit vielen Spielen in der Europacup und Meisterschaftsbedingungen. Wieder gut attackiert diesmal, Grotzurek hinten. Foul für die Hütteldorf. Foul von Seidl. Ja, ein Niederösterreicher kommt aus Kirchschlag, der buckligen Welt. St. Pölten ausgebildet in der dortigen Akademie. Von Hofmann hat auch gegen Paul Salonik ein unglaubliches Laufpensum hingelegt, fast bis zur Erschöpfung beim Schlusspfiff und dann in der Nachspielzeit auch noch dieses 50-Meter-Tor erzielt. In Abwesenheit des Tormanns. Jetzt endlich der Pfiff, da liegt ein Mattersburger Bürger, ist es, noch verletzt am Boden. Die Aktion schon einige Zeit vorbei war, dieser Zweikampf mit Sonnleitner, der seinen eigenen Fehler hier gerade noch ausputzen hat können. Bürger dabei aber offensichtlich unglücklich getroffen hat. Ich
Hier sehen wir noch einmal das Tor. Trimmel, den haben die Mattersburger völlig vergessen auf der rechten Seite. Und dann geht Beuth zur kurzen Stange. Das sind die Situationen, die er braucht, die er sucht, die er verwertet. Drittes Tor im grün-weißen Dress für den US-Amerikaner, der in Bremen geboren ist. Die Mutter ist Deutsche. Er selbst besitzt eine Doppelstaatsbürgerschaft. Marcel Koller besitzt nur eine, und zwar die Schweizer. Das Spiel geht weiter. Bürger wieder fit und auch wieder im Spiel. Kommt zurück. Auch er ja noch ein junger Mann in der Verteidigung der Brasilianer, erst 20 Jahre alt. Kommt zurück. Beuth. Ah, gefühlvolle Hereingabe auf den. Ja, der Größte ist er nicht. Steffen Hofmann, das Kopfballungeheuer. Aber wenn er so genau angespielt wird wie hier von Beuth und noch dazu so frei steht, aber vom Elfmeterpunkt in der Rückwärtsbewegung, da braucht schon einen Kunstkopfstoß, um den Ball hier wirklich im Tor zu ziehen. Lukas Rath. Sie kommen einfach nicht entscheidend über die Mittellinie hinweg, die Mattersburger. Da fehlt es an Kreativität, da fehlt es an exakten Passes. Stimmt einfach hinten und vorn nicht zusammen, das Offensivspiel bei den Burgen. Dem Abseits hier zu sehen, naja, das war kein Abseits. Da links, in der Mitte vom Strafraum, ist noch ein Mattersburger deutlich näher beim Tor gestanden als Grotzurek. Ich glaube, Marabatz war das. Mit seinen 29 Jahren schon ein echter Routinier bei Rapid. Sonnleitner, 25. Durchschnittsalter des Rapid-Kaders, genauso wie das Durchschnittsalter des Mattersburg-Kaders, knapp über 25 Jahre. Nur Ried und Wiener Neustadt liegen knapp unter 25 in ihrem Durchschnittsalter. Guter Einsatz von Beuth. Schaub kriegt den Ball nicht ganz unter Kontrolle. Aber schon wieder Rapid im Ballbesitz. Ildis. Trimmel. Der oft recht viel Platz hat. Auf der rechten Seite. Und Boric. Prozent Ballbesitz, das ist eine ganz deutliche Sprache, die die Statistik hier spricht. Unterstreicht das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, dass es Mattersburg überhaupt nicht gelingt in diesem Spiel, den Ball zu kontrollieren. Bis jetzt zumindest. Thank you.
Seidel. Wenn man es technisch nicht schafft, dann unauffällig kann man das nicht nennen. Eher rüpelhaft von Rad. Attackiert im Mittelfeld. Sehr schnell, sehr aggressiv. Er zwingt damit natürlich auch viele Fehler bei den Mattersburgern. Jetzt allerdings Freistoß gegeben, aber da war es schon wieder. Genau so eine Aktion. Kulowitz. Auch der steht in gesunder Konkurrenz mit Thomas Prager auf dieser Position. Das formuliert hat auch hier Peter Schöttl immer wieder die Möglichkeit abzuwechseln und dem einen und dem anderen damit Pausen zu vergeben. Lovin ist jetzt noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Die Nummer 20 bei Mattersburg. Rumäne, Absteiger Kapfenberg geholt. Ildis, das war ein unfreiwillig guter Pass auf Katzer. Wieder Trimmel. Ausgerutscht im Strafraum, Klotzerei kommt nicht mehr. Fall von Gerson diesmal an Patrick Bürger. Bürger ja wieder einberufen in das Nationalteam für das Deutschlandspiel bei Rapid Guido Burgstaller auf der Liste vom Teamchef. Von Lovin unerreichbar für seine Kollegen. Apropos Teamkader, was die oder das Nachwuchs-Drittteam betrifft, da haben beide Mannschaften mehrere Spieler, die sich stellen. Unter 21 M-Qualifikationsspiele stehen an gegen Holland und gegen Schottland Anfang September. Fakas und Brittl dabei bei den Mattersburgern sowie Dini Alla und Lukas Grozurek. Foul von Hofmann. Unangenehm von hinten. Botzmann muss sich behandeln lassen. 18-jährige ehemalige Jugendteamspieler, der im Mai vergangenen Jahres sein Debüt in der Bundesliga gefeiert hat. Und noch einmal, ja, von hinten, da wollte er den Ball durchspitzeln und dann hackelt sich Steffen Hoffmann ein, hinten im Wadl des Mattersburgers. Das kann schon durchaus schmerzhaft sein. 18 Einsätze in der vergangenen Saison, Marvin Botzmann, 2 Tore, eine gute erste Bundesliga-Saison für ihn. Heuer ist jetzt in allen Spielen gesetzt.
hat auch schon ein Tor erzielt beim 2:1-Sieg der Mattersburger gegen Ried. Hoppala! Mal mehr den Eckball verhindert, Lukas Königshofer. Gerade Präsident Edlinger sehen, noch einmal zum Thema Europa League. Rapid hat sich entschlossen, mit 8. September trotz des verordneten Geisterspiels Dreier-Abos für die drei Heimspiele von Rapid in dieser Gruppenphase aufzulegen. Also auch Karten für dieses Spiel gegen Rosenborg-Trondheim zu verkaufen, das im Moment als Geisterspiel stattfinden soll, denn Rapid wird ja in jedem Fall Berufung einlegen. Das konnte noch nicht offiziell getan werden, denn die Urteilsbegründung von der UEFA ist noch nicht zugestellt worden und erst wenn das passiert, dann kann Rapid offiziell dagegen berufen. Das ist übrigens die letzte Möglichkeit einer Intervention auf Vereinsweg. Eckball für die Hütteldorfer. Sollte das Spiel dann doch als Geisterspiel ausgetragen werden müssen und es sind Karten verkauft worden, dann werden diese Karten als Zahlungsmittel bei Rapid gelten. Das heißt, man kann dann für den Wert der Karte wieder eine andere Karte kaufen oder im Fanshop einkaufen gehen oder ähnliches. Vielleicht einmal eine Kontermöglichkeit, aber da ist Ildis sofort wieder dran. Ganz enger Mann, attackiert schnell. Katza, gute Flanke von Katza. Und Gerson wäre da gewesen in der Mitte, kommt aber nicht mehr zu. Schön gesehen zunächst von Ildis und dann Luftkampf, Rad mit der entscheidenden Störung gegen Gerson. Aber es gibt schon wieder den nächsten Eck. Gut, Hofmann sieht Katze, einstudierte Variante. Der trifft den Ball nicht, noch einmal Ildis. Jetzt brennt es aber schön im Strafraum, der Mattersburger. Sonnleitner mitfahren. Gerade zurück. Ildis. Wieder schön gemacht. Das sind so die kleinen Gusto-Stücke, mit denen man den Fans eine große Freude machen kann. Allzu sehr spielen darf er sich aber auch nicht hinten. Und dazu, wenn keine Absicherung mehr hinter ihm ist. Halbe Stunde vorbei, das Spiel sehr einseitig in der Hälfte der Mattersburger. Die ausgenommen die ersten zwei Minuten, wo sie zwei, dreimal ganz gefährlich im Torraum von Lukas Königshofer drinnen waren. Vor allem in der Offensive gar nichts gezeigt haben. Zusammenspiel im Mittelfeld, Spielaufbau funktioniert überhaupt nicht. Rapid hat ganz klar das Kommando in diesem Spiel übernommen und führt auch mit 1:0 nach dem Tor von Terence Bolt. Katzer,
zurück. Katzer, Schaub. Katzer. Rob zurück. Und nächster Eckmann. Schöner, kraftvoller Antritt, das ist seine Stärke. 1 gegen 1 oder 26 gegen 26 in dem Fall. Grotzorek gegen Rodler. Dieses Duell endet im folgenden Eckmann. Schaub, schon gemacht, Hofmann. Und das gibt eine Freistoßmöglichkeit, über die sich Steffen Hofmann sicher freuen wird. Das ist seine Distanz. Will den Haken vorbeimachen, macht auch gut. Fordert das Foul regelrecht von Brittl. Und jetzt kann sich die Mauer der großen Spieler von Mattersburg vermieten. Fünf Mann hoch. Gorenic im Tor. Hofmann. Oh, gut gezogen zur Kurznecke. Aber das hat Gorenic sehr früh, sehr gut gesehen, dass dieser Ball neben dem Tor landet. Spart sich die Energie hin zu fliegen. Aber viel hat nicht gefehlt. Sie kommen überhaupt nicht dazu, etwas mit dem Ball anzufangen, die Mattersburger. Das Vorchecking dermaßen effektiv von Rapid. Jetzt liegt Rodler verletzt am Boden. Der Ball aus dem Spiel. Martin Rodler. Voriges Jahr aus Hartberg nach Mattersburg gekommen, war lange Zeit in Hartberg erfolgreich tätig, ist 2009 mit den Steirern in die erste Liga aufgestiegen. Voriges Jahr immer wieder abwechselnd bei den Amateuren und den Profis gespielt in Mattersburg. Geht schon wieder. Auch eine gute Gelegenheit für die anderen Spieler, dann einen oder anderen Schluck zu nehmen, ein bisschen durchzublasen, durchzuatmen. Die erste Hälfte ist jetzt doch gleich 35 Minuten alt. Und wieder ist der Ball weg. Schaub. Oh. Schade. Hat sich nicht durchgesetzt. Aber da hat er Ballglück. Louis Schaub. Wollte auch nicht mehr direkt aufs Tor schießen. Aber aus diesem Pass ist dann schlussendlich doch ein Torschuss geworden mit dem linken Fuß. Da hätte Terence Boyd wohl nach der Idee von Schaub dazwischen rutschen sollen. 1:0 nach wie vor für Rapid.
36,5 Minuten gespielt in der ersten Hälfte. Rapid kontrolliert das Spiel. Freistoß für Mattersburg. Jetzt mal wieder eine Aktion der Burgenländer, bei der sie in die Nähe des Rapid-Tors kommen. Mehr aber auch schon nicht. Dennoch besteht jederzeit die Gefahr, wie man in den ersten Sekunden des Spiels gesehen hat. Bei einer hohen Flanke, bei einer Kopfballchance. Da haben sie ihre Möglichkeiten, die Mattersburger. Und Rapid führt nur mit 1:0. Tor ist schnell passiert. Dann wieder alles möglich. Foul von Fakasch. Schiedsrichter Schüttengruber kommt immer noch ohne gelbe Karten aus. Möglicherweise der Inhalt dieser Diskussion mit Peter Schöttl. Dessen Verständnis dafür enden wollend ist. Freistoß Hoffmann. Gefährlich zur Mitte gedreht, wieder in Richtung Terence Boyd. Bekommt Schaub gleich einige Körperteile von Potsmann im Rücken zu spüren. Ja, wird das ein Direktschuss? Große Distanz. Ildis oder Hoffmann? Ildis in die Mann. Rapid ist seit 5 Spielen unbesiegt. 2 Siege, 3 Unentschieden. Aber die Bilanz gegen Mattersburg ist hervorragend. Da hat Rapid nur ein einziges der letzten 11 Spiele verloren. Und das war vergangenes Jahr im März. Der 1:0-Sieg der Mattersburger daheim gegen Rapid. Fünf Minuten noch in der ersten Hälfte. Eins steht fest, die Mattersburger können deutlich mehr, als sie hier in dieser ersten Hälfte gezeigt haben. Das haben sie schon bewiesen im Laufe dieser Saison. Heute kommen sie überhaupt nicht zurecht mit dem aggressiven Pressing der Hütteldorfer im Mittelfeld. Lassen sich selbst tief in die eigene Hälfte zurückfallen, Rapid das Spiel machen. Wieder Trimmel, wieder Boyd. Ja, und Rapid sagt danke für die Gelegenheit. Das ist etwas, das wir eigentlich ganz gut können. Wir stellen das einmal mehr unter Beweis. Nächster Eckmann. Wieder Gerson per Kopf, aber zu viele Mattersburger um ihn herum. Kein Platz, keine Ruhe.
gestört zu köpfeln, das wäre ja auch zu schön. So. 3,5 Minuten. Kulowitz. Und wieder ist er weg, der Ball. Teilweise schon fast stümperhaft, wie die Mattersburger in der Mitte den Ball herschenken. Nächste Chance, Katzer, Ildis, und da steht Hofmann im Weg. Nächster Versuch, zu leicht ausgefallen der Schuss. Also ein dreifaches Hip-Hip-Hurra können die Mattersburger in die Pausenkabine schicken, wenn sie wirklich nur beim 1:0 bleibt in der Halbzeit. Gut reagiert noch von Burgen. Schön gemacht zunächst von Ildis, Katzer mit Übersicht, und dann steht Ildis Hofmann fast im Weg. Schuss zu schwach. Wenn der ein bisschen stärker kommt, wenn er den voll trifft mit dem Riss, dann ist er drinnen. So bleibt es beim 1:0. So, jetzt einmal vielleicht die Gelegenheit. Aber Röcher ist ein bisschen hilflos auf sich alleine gestellt vorne. Kein Abnehmer da gewesen bei seinem Druck. Jetzt vielleicht die Chance beim Eckball. Seidel. Das sind die Gelegenheiten für Mattersburg. Aber nicht so. Und auch nicht so. Letzte Spielminute in der ersten Hälfte. Wieder Röcher. Kommt er mal in den Strafraum hinein. Hätte die Gelegenheit zum Schuss gehabt, das hat aber ein bisschen zu lange gedauert. Und schon wieder die Möglichkeit zum Gegenstoß für Rapid. Aber es ist da schon ein bisschen die Luft raus, die Kraft weg am Ende der ersten Hälfte. Freistoß für Mattersburg. Zwei Minuten Nachspielzeit. Einmal mehr in die Wolken. Das Konzept bleibt bei diesen Standardsituationen immer das gleiche bei den Burgenländern. Hoher Ball von der Seite, hinten wartet wer auf den Schuss. Schon ein bisschen Mitleidenschaft gezeigt. Kein Wunder. Hohe Spielintensität im Hanapi-Stadion. Seidel. Auf Bürger. Bisschen zu kompliziert. Schauen Sie, wie
Kulowitz da vorne attackiert, weit drinnen in der Hälfte der Mattersburger. Das ist kräfteraubend. Dennoch konsequent durchgezogen von Rapid, schon bewundernswert, sicher auch nur möglich durch dieses viel strapazierte Rotationsprinzip, von dem wir alle immer wieder reden. Aber es funktioniert. Rapid zwingt Mattersburg zu Fehlern, dominiert die erste Hälfte, führt mit 1:0. Der Mattersburger Pfeifmonix-Stil, der hat genau 1:30 ganz am Beginn funktioniert. Dann war von den Burgenländern so gut wie nichts mehr zu sehen. Da gibt es einiges gut zu machen in der zweiten Hälfte für Mattersburg. Rapid führt durch das Tor von Terence Boyd in der 12. Minute mit 1:0. Aber noch einmal zum Thema gelbe Karten. Kein uninteressantes Thema. Rapid ist bis jetzt die fairste Mannschaft in der Liga, hat noch keine rote Karte. Gibt insgesamt 4 Mannschaften, die noch rot-frei sind. Innsbruck, Wolfsberg, Sturm Graz und Rapid. Und die Mannschaft von Peter Schöttl, jene mit den wenigsten gelben, nämlich mit 11 gelben Karten in der Fairplay-Wertung. Also in Führung Mattersburg steht bei 14 gelben und einer gelb-roten Karte. So viel zur Fairness auf dem Platz. Jetzt kommen auch die Burgenländer zurück. Geht also gleich weiter mit diesem Spiel. Beide Mannschaften ohne Wechsel. Also auch bei Mattersburg noch kein Bedarf für personelle Änderungen. Spielerisch wird sich aber einiges ändern müssen im Team von Franz Lederer. Sonst kann das nicht gut gehen. Zweiten 45 Minuten. Mattersburger brauchen ein Rezept gegen das aggressive Pressing von Rapid, gegen das Spiel über die Flügel, müssen mehr Konstruktivität in die Offensive bringen und vielleicht wieder die eine oder andere so gefährliche Aktion auf den Rasen zaubern, wie sie es in den ersten 1,5 Minuten geschafft haben und der Hut gebrannt hat vor dem Tor von Lukas Kürz. Zweite Hälfte hat begonnen. Bürger. Au. Schmerzhafter Pressball. Und da bleibt ein Mattersburger liegen. Zeigt sofort auf. Das hat wehgetan. Farkas ist es. Ah ja, klassischer Pressball, beide voll durchgezogen. Der Ball dazwischen, zwischen den Beinen von Grozarek und Fakasch. Der Ball macht das nichts, aber die Bänder in den Sprunggelenken, die freuen sich nicht über solche Aktionen. Hoffen wir für Patrick Fakasch, dass sein Gelenk und seine Bänder diesen Pressball halbwegs gut überstanden haben. Ausschauen tut das nicht gut. Schmerzverzerrtes Gesicht beim 19-Jährigen. Der jetzt vom Platz getragen werden muss. Das schaut gar nicht gut aus. Kann nicht mal selber auf die Trage, muss von den Sanitätern draufgehoben werden und seine Kollegen zeigen auch schon an, Wechsel. Da ist was Gröberes passiert im Sprunggelenk von Patrick Facker. Schade, schade, schade für ihn. Er ist eine Stütze in der Mattersburger Abwehr bei allen 6 Partien bisher gewesen und jetzt muss er wohl ersetzt werden durch Alois Höller.
bitter für ihn. Alles Gute, hoffentlich ist es nicht allzu schlimm. Höller schon ausgezogen, macht sich bereit. Im Moment die Mattersburger mit einem Spieler weniger am Platz. Ja, und jetzt macht es Mattersburg nach dem Rapid-Konzept der ersten Hälfte, attackiert auch wesentlich früher und aggressiver, also jetzt auch Vorchecking der Burgenländer, die etwas tun müssen, die aktiv sein müssen. Sie sind um ein Tor hin. Rechts schleicht sich wieder mal Trimmel davon, da ist er. Mit dem hat Razo seine Probleme. Trimmel, Trimmel, noch einmal Trimmel und der passt. 2:0. Erinnert irgendwie an das letzte Europacup-Spiel. Kurz nach Wiederanpfiff spielt Trimmelrad schwindlig im Strafraum. Einhaken nach links, einer nach rechts. Und der passt. Borenic kann nichts mehr tun. 2:0 die Führung für Rapid. Und das in einer Phase, in der Mattersburg nur zu zehnt auf dem Platz steht. Denn erst jetzt nach dem Treffer beim Wiederanstoß ist Höller neu im Spiel für den verletzten Farkas. Und das ist natürlich doppelt bitter für die Bullen. Ja, keine guten Neuigkeiten von der Outline. Während wir hier den Torschützen von Rapid 10 wird Fakos verarztet. Es gibt noch keine Diagnose, aber die ersten Vermutungen von der Rapid-Betreuerseite. Es ist auf jeden Fall etwas Gröberes mit dem Knöchel passiert. Kann oder könnte ein Knöchelbruch sein. Das würden natürlich alle miteinander jetzt nicht wünschen. Jedenfalls eine höchst schmerzhafte Angelegenheit. Ja, alles Höller im Spiel für Farkas, der 23-Jährige, auch schon mit 75 Bundesligaspielen. Vielleicht ein bisschen offensiver orientiert auch in seiner Spielanlage als Farkas, einer, der gerne und gut über den Flügel kommt. Gut flankt. Und jetzt stört Mattersburg früher. Das schaut besser aus als die meiste Zeit in der ersten Hälfte. Aggressiver zumindest jetzt wieder am Beginn dieser Zeit. Katzer. Kulowitz. Hofmann. Auch Fehler vom Kapitän, der war Bittler. Da ist er, Höller, Neumann bei Mattersburg. Alois Höller. Ursprünglich auch aus der Burgenland-Liga gekommen, war mit Stegersbach Burgenland-Meister, Nachwuchs in St. Pölten gespielt in der Akademie. Oh, Sonnleitner, da war die Hand am Ball. Schwer zu sehen gewesen für Schiedsrichter Schüttengruber, dem da komplett die Sicht verstellt ist. Ildis. Schaut. Gerson.
Witz. Trimmel wieder, Sieger im Duell gegen Rad, Pass ins Loch auf Schaub, kann sich da durchsetzen. Ja, kämpft den Ball noch einmal, aber jetzt ist er weg. Und wenn Sie mich fragen, Lukas Rad gegen Christopher Trimmel, das ist bis jetzt eine ganz klare Angelegenheit zugunsten des Rapidlers. Diese Entscheidung nicht ganz so klar, zumindest nicht, wenn es nach Kulowitz steht. Ich verstehe es. Denn eigentlich gehört dieses Foul in die andere Richtung. Nach dem Ringkampf. Im burgenländischen Wiener Stil. Höller. Na, gute Flanke. Bürger nicht in der idealen Position gewesen. Seidel versucht selber. Und da ist keiner. Mehr Wille zum Zug, zum Tor ist zu erkennen bei den Burgenländern. Mehr Aggressivität, mehr Pressing. Aber nicht zu früh, um nicht die Räume zu sehr aufzureißen und den Rapidlern damit die Tore zum Angriff allzu weit zu öffnen. Katzer. Gerson. Recht schleicht sich wieder Trimmel davon. Ah, oh, Hans von Rath. Schiedsrichter lässt weiterspielen, aber angezeigt jetzt vom Schiedsrichterassistenten. Schnell gespielt. Zu schnell, vielleicht. Da ist wieder Trimmel. Hoffmann. Ja, das alte Problem. Ballverlust im Mittelfeld. Zu einfach, zu schnell ist er weg dabei. Jetzt mal gelungener Seitenwechsel. Da wäre jetzt Platz für Alois Höller über die rechte Seite. Schön gemacht. Aber Röcher kann sich immer noch nicht so richtig durchsetzen. Rabatz. Rad. Sie lassen sich nicht so richtig herauslocken, die Burgenländer. Wenn Rapid da lange den Ball weit hinten hin und her schiebt, das ist gut für den Ballbesitz, aber das ist auch schon alles. Ballverlust jetzt von Schaub. Röcher. Diesmal setzt er sich einmal durch. Röcher und kriegt den Freistoß. Jetzt hat sich's ausgezahlt, der lange Weg des Thorsten Röcher. Foul von Ildiz. War 2009 mal österreichischer Futsalmeister Thorsten Röcher. Mit den Allstars von Wiener Neustadt. Schießen wird er nicht selbst. Da steht Seidel, da steht Bürger und da kommt Rath. Der hinten heute nicht der souveränste war, Bürger. Von der Mauer prallt der Ball ins Tor, daher Eckball Mattersburg. Patrick Bürger mit 2 Toren heuer schon. Das letzte Mal hat er zu Hause gegen Ried getroffen, aus Mattersburg 2:1 gewonnen.
aus Bad Tatzmannsdorf. Patrick Bürger. So, nächste Ecke. Aber keiner da im Zentrum von den großen Mattersburg-Spielern. Konterchance für Rapid. Dildis. Wer ist da vorne? Grotzurek. Schaub ist das, Verzeihung. Aber der hat heute auch nicht seinen allerbesten Tag, Louis Schaub. Lobin. Höller. Das ist keiner von. Beuth, Hofmann, über links, kurz zurück. Katzer, gut abgebaut. Schaut's aus. Also war doch noch seinen Einsatz kriegt heute, den Jala. Schon ausgezogen. Prager Burgstaller noch mit dem Signalleiberl beim Aufwärmen an der Outlinie. Moski bei den Mattersburgern. Bei dem schon die Aufwärmbewegungen allerdings eher gemächlich aus. Mal, was sich da personaltechnisch noch tut in nächster Zeit. Bravatz. Und jetzt die Chance für Bürger. Aber der ist auch relativ allein auf weiter Flur. Jetzt kommt rechts Höller mit. Abgerissen. Beuth. Eine Stunde gespielt. Immer noch 2:0 Führung für Rapid. Hütteldorfer kontrollieren das Spiel nach wie vor. Mattersburger bemühen sich mehr als in der ersten Hälfte. Früher zu stören. Nach vorne zu spielen, aber Schwierig durch die Rapid-Defensive heute durchzukommen. Die steht sehr gut. Das gesamte Mittelfeld der Hütteldorfer arbeitet sehr viel nach vorne und nach hinten, sehr flexibel. Und auch die Verteidigung mit Katzer, mit Gerson, Sonnleitner und Trimmel, sehr sicher heute. Trimmel bringt am meisten dieser Viererkette auch nach vorne, hat auch sein Tor gemacht in diesem Spiel. Jetzt gibt es den Wechsel, den Jala kommt und Louis Schaub geht, ja. Bei dem hat es heute nicht so gut funktioniert, wie er sich das wahrscheinlich selber gewünscht hat. Bemühen war da. Aber der Geniestreich ist ihm nicht gelungen. Louis Schaub, dafür jetzt der Schütze vom Dienst bei Rapid im Spiel. 99. Bundesligaspiel für Deni Alar. Zweimal hat er heuer getroffen in der Bundesliga. Die Basis gelegt für den 3:0-Sieg. Pauk Saloniki mit einem Assist und einem Treffer. Fünf der letzten Tore, der letzten 9 Tore für Rapid erzielt. 22-jährige Stück. Gulowitz, Hofmann auf Trimmel, aber der war zu stark.
Lovin aus der Bedrängnis, aus der Drehung. Der 30-jährige Rumäne. Und hier sehen wir noch einmal das Tor von Trimmel. Das hat er wirklich schön gemacht. Spiel trat aus, hat Zeit, Maß zu nehmen und dann scharf flach geschossen. Auch wenn Boranić da noch dran ist, da hat er in Wahrheit kaum eine Chance, außer mit ein bisschen Glück, und das Glück fehlt ihm. Gemacht von Ildis. Auch bei Rapid wird es in Kürze den nächsten Wechsel geben. Betrifft diesmal die Defensive. Wenn man 2-0 vorne ist, braucht man hinten frischen Wind. Sonnleitner geht, Mario Sonnleitner. Hat eine gute Partie gemacht, für ihn kommt Harald Pichler. Guter, großer, körperlich starker Verteidiger bei Rapid. Hat es immerhin geschafft, in der vergangenen Saison Suma aus der Stammelf zu verdrängen. Guter Kopfballspieler, also. Etwas, das Rapid im Moment gut brauchen kann nach 65 Minuten. Damit hinten nichts mehr abbringt. Kulowitz auf Alar. Immer noch Alarm. Katzer. Und da ist das 3:0. Sechsundsechzigste Minute. Wo ist das Lächeln von Peter Schöttl? Schöne Aktion, Deni Alar hat das gut gemacht, dann ist Katzer da ganz alleine draußen, kann in aller Ruhe flanken und Beuth steigt über den Kopf von Lukas Rath auf, der mir persönlich heute überhaupt nicht gefällt. Der linke Außendecker bei den Mattersburgern, schon gegen Trimmel fast jedes Mal den Kürzeren gezogen, wenn der vorgestoßen ist. Auch hier verliert er das Kopfballduell gegen Terence Boyd. Der erzielt seinen nächsten Treffer. Schon das vierte Bundesligator in dieser Saison für Terence Boyd. Damit ist er jetzt in dieser Saison der erfolgreichste Torschütze bei den Mitteldorfern. Alaya mit zwei Treffern in der Meisterschaft. Damit ist wohl alles klar hier in Hütteldorf. Drei Tore Vorsprung, absolute Feldüberlegenheit für Rapid. Immer wieder Hilflosigkeit im Spielaufbau bei den Mattersburgern, die jetzt natürlich nicht aufgeben werden, aber auch hier kommt Röcher nicht vorbei an Kulowitz. Vielleicht kurz gesehen, die eine oder andere Rauchschwade im Sektor der Rapidler. Das ist etwas, worauf jetzt ganz genau geschaut wird. Hier im Hanapi-Stadion bei Rapid, da darf man sich jetzt nichts mehr erlauben. Neue Härte gegen Fans, die aus der Reihe tanzen. Und jetzt gibt es die erste gelbe Karte, auch gegen Seidel. Immerhin hat es gedauert, 68 Minuten. Schüttengruber zum ersten Mal die Karte zückt. Es sind mittlerweile sechs
der Bösewicht von Saloniki ausgeforscht worden, während wir hier Michael Mertz ins Spiel kommen sehen für Lovin. Diese sechs sogenannten Fans, die haben einmal Hausverbot auf jeden Fall in Hütteldorf, und auf die wartet vor allem in Griechenland auch noch ein Zivilprozess. Eckball nach dieser Aktion durch Steffen Hof. Oh, Ildis kommt da. Angestürmt von hinten und jetzt gibt es Applaus für ihn, denn er hat es geschafft, über das Stadiondach zu schießen. Sehen wir noch einmal das Tor, die Vorarbeit von Alaa, von Katar, der lässt sich das nicht entgehen, wenn er so viel Platz und so viel Zeit hat. Da kann er ganz genau flanken. Und im Strafraum ist dieser Terence Boyd eine Macht, körperlich stark, immer am richtigen Ort, fast immer. Der Schädel brummt nach dem Kopfball, macht nichts. Der Zweck. Minuten noch. Souveräne 3:0 Führung für Rapid. Sind ja alle Heimspiele hier im Hanapi-Stadion zumindest klar ausgegangen. Und immer zu 0. 4:0 gegen Innsbruck, 3:0 gegen Sturm und eine Niederlage war dabei, das 0:3 gegen die Wiener Austria. Wieder Alaa, gut gemacht. Ja, ja, der bringt natürlich jetzt frischen Wind. Es gibt Abstoß zur allgemeinen Überraschung. Ja, gut gedacht, der Pass ins Loch in Richtung Kreuz. Möglicherweise auch bald aus dem Spiel genommen wird. Schauen wir mal, es ist der Burgstaller, der schon langsam die letzten Vorbereitungen trifft, um auch noch eingewechselt zu werden. Scheint Peter Schöttl nicht genug zu haben mit dem 3:0. Nächste gelbe Karte. Mal gegen Pichler. Zweite gelbe Karte für ihn in dieser Saison. Freistoß Mattersburg. Der Mann für die Standardsituationen ist Manuel Seidel. Gut auf Mertz. Oh, das war die Chance für Rodler. Nach dieser guten Freistoßvariante den Ball ins Tor zu befördern, aber die Chance kann er nicht nützen. Ein bisschen zu hoch der Ball, vor allem aufgesprungen mit dem Kopf und dann streicht er drüber. Gut geschossen, auch gut gemacht von Mertz, der verlängert und dann Rodler um 1,5 cm zu klein für den Torerfolg. So, Burgstaller kommt. Beuth geht. Zwei Treffer, Terence Boyd in der 12. und in der 66. Minute.
Wen jetzt der Mann, der auch im Nationalteam für Österreich mit dabei sein wird, wenn es am 11. September gegen Deutschland geht. Guido Burgstaller, der 23-jährige gebürtige Villacher, ist gegen Finnland das erste Mal von Marcel Koller ins Team berufen worden. Denialla gibt wieder Gas. Mit dem ist Schwung da ins Spiel hineingekommen. Frischer Schwung, neuer Schwung. Und 23 Teamspiel. So jung ist er noch. Zwar schon 22, aber noch spielberechtigt für die unter 21. Nächster Eckball, Hofmann. Die Eckbälle von beiden Seiten bei Rapid. Das war eine leichte Übung für Boric. Macht schnell. Aber der Plan war sicher ein anderer als direkt zu seinem Gegenüber, zu Lukas Könighofer, abzuschlagen. Kürze werden die Rapid-Fans beginnen, die Rapid-Viertelstunde einzuklatschen. Eine Tradition, die bis jetzt heuer eigentlich nur im Europacup richtig gezogen hat. Ein Tor in Novi Sad, zwei Tore daheim gegen Vojvodina in der Rapid-Viertelstunde. Zuletzt Steffen Hofmanns 50-Meter-Treffer gegen PAOK Saloniki in der Meisterschaft. Bis jetzt noch nicht so geklappt. Ein Tor erzielt, eines erhalten. Das ist alles, was bis jetzt toremäßig in dieser Rapid-Viertelstunde stattgefunden hat in der heutigen Bundesliga-Saison. Kulowitz. Gefault, nächste gelbe Karte gegen Potsmann diesmal. Pass auf Grozorek. Also vielleicht ein bisschen zu überhastet geschossen. Hat den Winkel zugemacht, hat Borenic. Zunächst der Pass in die Tiefe, der war gut, kein Abseits, auch hier nicht. Gleich geschossen. Die Chance war das für Lukas Grozorek auf sein zweites Tor in dieser Saison. Mertz. Abstoß. Ja. Noch einmal die Möglichkeit, der Mattersburger von vorhin aus einer anderen Perspektive hautnah zu miterleben, wie Rodler hier den Ball über das Tor setzt. Wäre die Chance zur Ergebniskosmetik gewesen. Viele Gründe zum Feiern für diese Fans in letzter Zeit. Zumindest in der letzten Woche. In der letzten Runde hat es noch gar nicht geklappt gegen Wolfsberg. Nach diesem Auswärtsspiel in Saloniki, aber dann der große Auftritt daheim und heute eine Topleistung hier im eigenen Stadion gegen
Mattersburg. Gegen eine Mannschaft, die an sich bis jetzt in dieser Saison so positiv überrascht hat, die am Anfang Salzburg geärgert hat, die gegen Sturm gewonnen hat. Gerade einmal gegen Innsbruck, die Niederlage hat nicht wirklich in diese Serie hineingepasst bei den Burgenländern, die gleich aufgelegen sind mit Rapid vor diesem Spiel. Die allerdings heute hier im Hanapi-Stadion ganz klar die Schwächere. Der Ball bleibt im Spiel. Wieder Fehler von Rath. Verliert Bürger gegen Idis den Ball. Auch hängen. Burgstaller. Ildis. Ja, schön gemacht. Ganzer wieder mal mit Ball und Gegner laufen. So soll es sein. Dem Publikum gefällt. Wieder Katze. Schön gespielt. Gartner wird noch kommen bei Mattersburg. Christian Gartner, 18-jähriger Mittelfeldspieler, für die letzten 10 Minuten. Schöner Pass auf Rodler, auf Röcher. Aber der schiebt den Ball auch noch am Tor vorbei. Gute Aktion der Mattersburger, die jetzt wieder wechseln. Ein 18-Jähriger für einen anderen. Und die Situation, die kennt Christian Gartner schon, während wir hier noch einmal die Chance von Röcher sehen. Christian Gartner, während Botsmann hinausgeht, ist schon vor 2 Jahren am letzten Spieltag der Saison 2010 spät, aber doch ins Hanapi-Stadion eingelaufen. Damals in der 90. Minute beim Stand von 1:3 aus der Sicht von Mattersburg gegen Rapid. Das war ein besonderes Spiel für ihn, denn es war seine Bundesliga-Premiere. Heute, 2 Jahre später, 10 Minuten vor dem Ende wieder im Spiel der Mann aus Ilmitz. Ja, bleiben noch 7,5 Minuten, den St. Hanapi Chor ein bisschen zu genießen. Mörz und noch einmal Röcher, aber diesmal wieder nur mit der Schuhspitze den Ball erwischt. Es will einfach nicht sein. Konterchance für Rapid. Alla. Mit der Hofmann, aber den trifft er nicht.
Natürlich ziehen sich Rapid zurück, natürlich versuchen die Hütteldorfer jetzt in erster Linie den Ball zu halten, wenn sie ihn haben. Natürlich jetzt keine großen Anstrengungen mehr nach vorne. Die eine oder andere Konterchance, die ergibt sich natürlich auch, wenn die Mattersburger jetzt noch versuchen, vielleicht zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Es wird bei einer ganz klar positiven Bilanz auch im Trainerduell Peter Schürtel gegen Franz Lederer bleiben. Der Franz Lederer, Peter Schürtel gerade mal sein Bundesliga-Debüt versalzen können. Im Februar 2010 hat er gegen Wiener Neustadt gewonnen mit dem Mattersburger 1:0. Das war aber auch schon die einzige Niederlage in allen darauffolgenden neun Spielen, sowohl mit Wiener Neustadt als auch mit Rapid, hat Peter Schürtel sechsmal gegen Franz Lederer gewonnen und dreimal unentschieden gespielt. Na bitte. Die Burgenländer scheinen sie jetzt schon langsam abgefunden zu haben mit dem Ergebnis. Da ist kein übertriebener Ehrgeiz mehr erkennbar. Rapid zu früh zu attackieren und den Ball hinten hin und her. Hoffmann. Kürze gibt es auch wieder Sport am Sonntag. Nach der Sommerpause heute das erste Mal wieder. Schwimmrebell Dinko Jukic live im Studio. Natürlich alles über die Europacup-Helden nach diesem Bundesligaschlager gegen Mattersburg. Formel 1-Thema und Mountainbike-Thema in Sport am Sonntag dann ab 18 Uhr in ORF 1. Steffen Hoffmann, Bichler, Ildis. Ja, der hätte auch gern seinen Treffer. Mohamed Ildis. 35 Bundesligaspielen. Erst ein Tor erzielt, heuer noch keins. Das war noch für Innsbruck, ist er zurückgekommen heuer aus Innsbruck zu Rapid zurück, weil er ja ursprünglich Rapidler ist, aus der Rapid-Jugend. 2:0-Sieg gegen Wiener Neustadt oder für Innsbruck jubeln dürfen. 4 Minuten. Ist er wieder. Mohamed Ildis. Gestört von Hoffmann, aber den kriegt er nicht. Foul. Diesmal von Ildis an Gartner. Noch einmal Freistoß für die Mattersburg. Bisschen Nachspielzeit wird es wohl auch noch geben nach der Verletzung von Fakas, der doch länger am Boden gelegen ist. Das Spiel läuft jetzt weiter. Bürger hat einen Stoß mitbekommen und ist recht heftig. Gegen Ildis geprallt. Der aber schon wieder steht. Eine klitzekleine Negativserie der Rapidler ist heute zu Ende gegangen. Rapid war die einzige Mannschaft bis jetzt in der Meisterschaft, die noch kein Kopfballtor erzielt hat. Auch das hat sich jetzt mit dem Treffer von Terence Boyd per Kopf geändert.
damit natürlich auch die Serie der Mattersburger, die bis jetzt noch kein Kopfballtor bekommen hat. Foul an Kulowitz. 1,5 Minuten noch in der regulären Spielzeit. Schuss, aber doch auch verzogen von Christian Gartner. Dessen Hereinnahme auch nichts mehr ändern konnte an dieser doch deutlichen und klaren Niederlage der Mattersburger hier im Hanapi-Stadion. Die letzten 10 Sekunden der regulären Spielzeit brechen an. Ja, und wie vermutet, gibt es doch eine recht lange Nachspielzeit, 5 Minuten. Nach den verletzungsbedingten Unterbrechungen in dieser zweiten Hälfte. Burgstaller. Katzer kommt nicht mehr. Aber auch das werden wohl 5 Minuten werden, denen sich hier nicht mehr allzu viel tun wird. Mattersburg hat sich zwangsläufig mehr oder weniger abgefunden mit dieser Niederlage. Da sieht man viele hängende Köpfe in Rot-Blau. Jetzt vielleicht noch eine Kontermöglichkeit, aber Gerson hinten, Trimmel hinten. Die verlassen ihre Positionen jetzt nicht mehr, die Defensivspieler von Rapid. Ist auch nicht notwendig. Wenn, dann lauert vorne Burgstaller oder Alain Hofmann irgendwo in der Nähe des Mittelkreises. Aber sonst kein unnötiges Risiko mehr in diesen letzten Minuten. Pass ins Loch auf Merz, kein Abseits, aber auch keine Tormöglichkeit mehr für Mattersburg. Die Hälfte der Nachspielzeit ist jetzt absolviert, 2,5 Minuten bleiben noch übrig, nach diesem Foul von Rabat an Krauzerweg noch ein Freistoß von scheint Kulowitz dem Schiedsrichter zu sagen, eigentlich brauchen wir wirklich diese 5 Minuten Nachspielzeit. Noch eine Chance, Burgstaller kommt nicht hin. Burgenländer können nicht mehr zeigen. Rapid will nicht mehr.
muss nicht mehr. Seidel versucht es noch einmal aus der Distanz, sein 1000 Gulden Schuss, ja warum nicht? Peter Schöttl auf der Rapidbank zählt die Sekunden runter, bis dieses Match dann endgültig abgepfiffen wird. In einer Minute und 20 Sekunden, wenn es wahr ist. So, noch einmal Mertz. Gartner. Burgenländer besser in der zweiten Hälfte als in der ersten. Das war zumindest etwas schöner anzuschauen. Da waren Ansätze drinnen von Spielaufbau, von Vorchecking. Aber inmitten dieser Ansätze hat das Tor zunächst von Trimmel und dann natürlich das zweite Tor von Beuth allen Versuchen ein jähes Ende bereitet. Eigentlich war nach dem 2:0 alles klar, das 3:0 dann nur noch eine Bestätigung, eine Draufgabe, der Dolchstoß, wenn man so will, für die Mattersburg, die nach einer guten Serie in der Bundesliga, nach erfrischenden, nach frechen Spielen heute einen ganz klaren Dämpfer hinnehmen müssen. Den gilt abzuhaken, aber das ist klar, das passiert bei so einer jungen Mannschaft, da gehören Wellen dazu, da gehören Höhen und Tiefen dazu. Heute war es aus der Sicht der Burgenländer eine Talsohle. Die nächste Höhe kommt bestimmt. Rapid bestätigt die gute Leistung vom Europacup-Spiel gegen PAOK Saloniki. Gewinnt mit 3:0 in einer souveränen Art und Weise gegen Mattersburg und überholt damit in der Tabelle wieder Red Bull Salzburg. Liegt damit mit 3 Punkten Rückstand hinter Austria Wien jetzt an zweiter Stelle. Ja. Die Ferien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gehen heute zu Ende. Zu Ende sind auch die Ferien für die Sport- und Sonntagredaktion. Gleich geht's weiter mit allem, was dazugehört, auch zu diesem Match bei Boris Kastner-Jirker im Sport am Sonntag Studio. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Bleiben Sie dran. Wie am vergangenen Donnerstag in der Europa League gegen PAOK Saloniki gewinnt Rapid auch in der Meisterschaft mit 3:0. Heute der Gegner Mattersburg. Roman, vor der Partie waren die beiden Mannschaften punktegleich. Nach 6 Runden hatte man jeweils 4 Siege und 2 Remis. Und heute war es eine ganz klare Angelegenheit für Rapid. Warst du überrascht, dass es so eine Dominanz gibt von Seiten von Rapid? Ich war überrascht. Nicht, dass Rapid so stark ist, sondern ich war überrascht, dass sich Mattersburg heute da so schwach präsentiert. Also die einzige heikle Phase während der 90 Minuten hat genau gedauert, 1,5 Minuten, ne, zu Beginn der ersten Halbzeit. Also sonst eigentlich war ganz klar, dass Rapid hier als Sieger vom Platz geht. Sie waren läuferisch besser, sie waren technisch besser. Sie hatten eine Überzahlsituation im Mittelfeld ständig, sie haben über die Flanken besser gespielt. Also in allen Belangen und hochverdienter Sieg. Aber trotzdem, war jetzt Rapid einfach so stark oder war halt wirklich, hat Mattersburg einen schwarzen Tag erwischt? Es kommt beides zusammen. Also Rapid, das haben wir vor dem Spiel thematisiert. Sie sind dann in Führung gegangen nach 10 Minuten. Das hat ihnen den Karten gespielt. Das Tor gleich an, das ist 1:0, ja. Und mit dieser Führung im Rücken und mit der Harmlosigkeit der Burgenländer war es dann eine ganz klare Angelegenheit. Also nach 12 Minuten 1:0, Torschütze Terence Beuth, Vorarbeit Christopher Trimmel, der heute eine enorm starke Partie geliefert hat. Ja, und dann war bereits kurz nach dem Wiederanpfiff in der 49. Minute der 2:0 Spielstand gegeben durch ein Tor von Trimmel. Das war ja dann eigentlich schon fast die Entscheidung, oder? Das war die Entscheidung. Ja, die Entscheidung war fast schon das 1:0. Ne? Aber dann war es ganz klar, also mit diesem 2:0, wirklich, die waren heute so harmlos. Die Mattersburger Namowski hat an allen Ecken und Enden gefehlt. Auch hier wieder über die rechte Seite, wo Rath und Botzmann, die hatten große Probleme mit Trimmel. Weiterpass von Steffen Hofmann. Es kommt niemand zur Hilfe zum Absichern, setzt sich im 1-1 durch. Verdient auch zu diesem Zeitpunkt schon die 2:0-Führung. Da hat Trimmel den armen Rodler schwindlig gespielt, auch ein bisschen Ballgegner natürlich auch dabei gehabt. Trimmel für dich vielleicht heute einer der Besten hier?
Ja, überhaupt. Mir hat auch das zentrale Mittelfeld sehr, sehr gut gefallen, die Innenverteidigung. Trimmel hat viel als Außenverteidiger, viel Schwung nach vorne gebracht. Das war gut. Er hatte Räume, die ihm in der ersten Halbzeit Schaub und später dann Hoffmann oder Alar, je nachdem, wer rechts gespielt hat, die aufgemacht haben. Dort ist er immer wieder im Sprint hineingekommen, die Bälle sind gekommen. Und ja, in der Halbzeit haben wir gesagt, so ist es. Über die Seiten geht es immer. Das Zentrum ist meistens dicht, übers Zentrum, über die Seiten Räume schaffen und da reinspielen. Das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Martin Lang kann Christopher Trimmel, der heute, wie gesagt, einen Treffer selbst erzielt und einen Assist gegeben hat, gratulieren. Herzliche Gratulation, Christopher Trimmel. Was war denn ausschlaggebend, dass Rapid am Ende so souverän gewonnen hat? Ja, also wir haben uns super eingestellt auf die Partie. Wir haben gewusst, dass es sicher nicht leicht wird. Und ich glaube, jeder hat gesehen, wir haben den Schwung von der Europa League mitgenommen. Haben Gott sei Dank unsere Chancen genutzt heute und ja, verdient 13-0 gewonnen. Für Sie persönlich eine Comeback-Woche, eine ganz große? Ja, also ich freue mich riesig, vor allem, dass ich wieder fit bin, das ist einmal das Wichtigste. Und dann, dass wir natürlich jetzt die 2 Match gewonnen haben, ist umso besser für mich, dass ich wieder super hineinkomme in die Mannschaft. Und ja, jetzt heißt es, die Pause nutzen und dann geht's weiter. Der Christoph hat es gesagt, man hat den Schwung mitnehmen können von diesem Europacup-Spiel am Donnerstag. Von Müdigkeit war ja überhaupt nichts zu merken. Gar nicht, gar nicht. Da muss man auch dann das Risiko vom